Hallo, wie funktioniert eigentlich ein If-Statement? Diese Frage habe ich bekommen. Mit einer If-Anweisung kann man abhängig von einer Bedingung einen Programmabschnitt entweder ausführen oder überspringen. Schauen wir uns ein einfaches Beispiel an. If x kleiner 200, print ln links. Die Bedingung steht immer in runden Klammern. Danach folgt die Anweisung. Diese Anweisung wird nur ausgeführt, wenn die Bedingung gültig ist. Deswegen kann man die If-Anweisung auch als Wenn-Dann-Anweisung lesen. Wenn, so im Code, x kleiner 200 ist, dann gebe den Text links auf der Konsole aus. Beachte, die Bedingung muss immer in runden Klammern stehen. X kleiner 200 Bedingung ist die Bedingung, die logisch wahr oder falsch ergibt und davon abhängig, entweder println ausführt oder nicht. Man kann, wenn man möchte, die if-Anweisung um einen Zusatz erweitern mit einem else-Ausdruck. Else gibt man an, was passieren soll, wenn die Bedingung nicht zutrifft. Erweitern wir unser Beispiel also. Wenn x kleiner 200, print ln links, else print ln rechts. Wir lesen das also so. Wenn x kleiner 200 ist, dann machen wir das eine. Ansonsten print ln rechts. Machen wir das Beispiel ein wenig interessanter. Wir setzen in der Setup-Routine das Ausgabefenster auf eine Größe von 400 mal 300 Bildpunkten. Void Setup und dann Size 400, 300. Und dann packen wir die If-Routine, die If-Anweisung in die Draw-Routine ein. Void Draw. So. Wir rücken den Code ein wenig ein, damit er besser lesbar ist. Und Sie sehen schon, das macht man sehr gerne. Man rückt den Code ein, um mit der Formatierungsstruktur das Lesen zu unterstützen. Jetzt können Sie sehr schön erkennen, wenn die Bedingung erfüllt ist, dann führen wir das hier aus. Ansonsten das hier. Die Einrückungen helfen sehr schön dabei, das zu lesen. Wir ersetzen die Variable x durch Maus x und starten nun das Programm. So, Sie sehen, wenn immer die Maus an der unsichtbaren Grenze von 200 Bildpunkten entlang schraubt, gerade eben, dann sehen wir in der Ausgabe rechts ausgedruckt unten in der Konsole, unterhalb von 200 Bildpunkten ist es links in der Anzeige. Wir ergänzen als kleine optische Hilfe eine Linie noch im Setup. 200 ist die x-Koordinate, also genau in der Mitte. Die ist 200 an gleicher Stelle bis nach unten durchgezogen. Hopsa. Na, 299. So haben wir es. Und hier ist mir was zwischendurch schief gegangen. So, jetzt sehen Sie die Linie und man kann sehr genau erkennen, sobald ich auf die schwarze Linie komme, haben wir rechts, darunter links. Eine ganz, ganz einfache Entscheidung. Jetzt erweitern wir das Programm noch ein wenig, damit Sie sehen, dass eine If-Anweisung auch mehrere Anweisungen im Wenn-Fall ausführen kann, ebenso natürlich nach dem Else. Dazu nutzen wir jetzt geschweifte Klammern, dann können wir
in dem einen Fall mehr als nur das Print ln ausführen bis dort. Das L drücke ich auf die obere Zeile und dann auch der ansonsten Fall auch wieder eingeklammert. Dann haben wir die Möglichkeit, mehrere Sachen auszuführen. Was ich da jetzt einführe, ist, dass wir nicht nur den Text ausgeben, sondern ein Rechteck auf den Bildschirm bringen. Links oben in der Ecke 200 Pixel breit, 300 Pixel tief. Das ist genau das Rechteck, was die linke Bildschirm- oder die Fensterhälfte ausfüllt. Wir füllen das mit einer Farbe, RGB-Werte, Rot, Grün, Blau. 128 der Rotanteil und kein Grün- und kein Blau-Anteil. Wir werden also einen gewissen Rotwert auf dem Bildschirm sehen. Und im ansonsten Fall, wenn also die Maus nicht kleiner 200 ist, dann legen wir einen gewissen Blauanteil an und ein Rechteck, was die rechte Bildschirmhälfte ausfüllt. Lassen wir das laufen. Die Maus in der linken Seite rot, rechte Seite blau. Schön, aber was ich gerne haben wollte, ist, dass die Farbe wechselt, immer wenn ich hin und her gehe. Uns fehlt noch den Background zu setzen auf einen weißen Wert. Background 255 255 255. Weiß ist die Mischung aus Rot, Grün, Blau zu gleichen Anteilen. Damit es ein wenig schicker aussetzt, setzen wir hier oben noch einen No Stroke hin. Und wir haben jetzt den schönen Effekt, wenn ich rüberwandere, es ist blau, zurück, rot und so weiter. Und unten sehen Sie in der Konsole auch die Anzeige, die immer entsprechend mit hin und her springt. Was sehen wir also? Die If-Anweisung in Aktion, wenn sich die Maus in der linken Fensterhälfte befindet. Wenn sich die Maus in der linken Fensterhälfte befindet. Dann führen wir diesen Satz von Anweisungen aus. Also, die Füllfarbe setzen wir auf Rot. Wir zeichnen das linke Rechteck und geben links auf der Konsole aus. Ansonsten, wenn also die Maus nicht kleiner 200 ist, dann wird dieser boolesche Ausdruck false. Und wenn es dann einen else-Teil gibt, dann wird dieser Block ausgeführt. Die Füllfarbe auf den Blauwert gesetzt, das rechte Eck wird gezeichnet und rechts wird auf der Konsole angegeben. So funktioniert das If.